Mein Name ist Thomas Schnalke, ich bin Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. Der Flughafen Düsseldorf ist für die Wirtschaft, aber auch für die Privatmenschen Nordrhein-Westfalens das Tor zur Welt. Die Menschen, die täglich durch unseren Flughafen gehen, das sind 90.000 an den Spitzentagen. Unser aktuelles Passagiervolumen ist 24,5 Millionen Passagiere pro Jahr. Wir haben in diesem Sommer mehr als 130 interkontinentale Abflüge pro Woche gehabt. Und wir werden auch in den nächsten Jahren das interkontinentale Angebot weiter ausbauen, wie auch das Europa-Angebot. Wir sind ein relativ stadtnaher Flughafen. Sie brauchen 10 Minuten bis 15 Minuten, um ins Stadtzentrum zu kommen in Düsseldorf oder in viele andere Städte in unserem Einzugsgebiet genauso wenig Zeit. Wir haben eine Umsteigerfunktion. Interkontinentalverbindungen heißen immer auch Zubringerflüge. Und da zeichnen wir uns insbesondere dadurch aus, dass wir sehr kurze Wege innerhalb unserer Terminalgebäude haben. Digitalisierung heißt bei uns, das, was für den Kunden nutzbar gemacht werden kann, machen wir auch nutzbar. Unser Parkroboter Ray parkt ihr Auto selbstständig in eines unserer Parkhäuser hinein. Düsseldorf, aber Nordrhein-Westfalen im Ganzen, ist sehr erfolgreich in der Ansiedlung internationaler Unternehmen. Das liegt auch daran, dass es ein schönes Bundesland ist, dass natürlich die Region rund um Düsseldorf sehr lebenswert ist, aber wichtig ist die Infrastruktur. Wir haben 19.000 internationale Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, viele, die auch aus Asien kommen oder aus Nordamerika. Für diese 19.000 Unternehmen ist es wichtig, internationale Verbindungen zu ihren Headquartern, aber auch zu ihren Kunden zu haben. Und dafür stehen wir als Flughafen Düsseldorf.